Seien Sie herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Format Visite. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich zahlreichen Zuschriften, die aus einer Riesenfülle an Informationen, aber auch Fragen, Hinweisen, ich dann immer wieder entsprechend herauslöse. So auch die heutige. Eine junge Frau, 37 Jahre, schreibt, dass sie allein in ihrem Freundeskreis zwei Freundinnen hat, die bereits an hormoneller Dysregulation leiden. Und sie ist erst jetzt in den 30ern, aber sie würde das eigentlich für sich im Vorfeld doch bedenken wollen, was führt dahin und warum schon in dem Alter und wie soll das werden, wenn man erstmal in eine Phase des Lebens geht, wo es dann wirklich hormonelle Umstellung gibt. Und dahin geht Ihre Frage. Darauf will ich sehr gerne antworten, um eine hormonelle Disbalance natürlich aus dem Wege zu gehen. Wie immer im Leben geht es nicht hier um eine hormonelle Disbalance, sondern es geht um alles. Und es geht um diesen individuellen Menschen. Und man kann das nicht als Schicksal ansehen oder als mein Los, sondern man muss es verstehen. Und eine hormonelle Disbalance, die bindet sich immer an die eigene Vitalität. Das heißt, meine eigene Vitalität, das Neue aufzunehmen, aber auch das Alte wieder loszulassen. Und das heißt, dieses Leben, dieses eigene Leben auch entsprechend zu verdauen. Schauen Sie mal ein bisschen hin nach dem Leben Ihrer Freundin und nach dem Ihren. Schauen Sie mal hin, welche Dinge in dem Moment auch über Jahre vielleicht einen Stoffwechsel gestört haben, der diesen beiden Frauen eine ganz andere Stoffwechselökonomie bringt. Und wir sehen bei Frauen mit hormonellen Dysbalancen, dass fast 90% ein verlangsamtes Stoffwechselregulationsproblem schon haben. Aus unterschiedlichsten Gründen heraus aber ein hohes und rasches und schnelles und zu schnelles Stoffwechselgeschehen. Das haben dann die wenigsten. Und deshalb ist da so der Fokus, weil ja auch die hormonelle Regulation sich auf der anderen Seite in ein Riesenstoffwechselgeschehen eigentlich etabliert und einbettet. Und das betrifft die zelluläre Regulationsleistung jeder einzelnen Zelle. Das betrifft nicht nur eine Hormonregulationsverbesserung jetzt der Ovarien oder des Zyklus. Das heißt, wenn im Rahmen eines Energiedefizits aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir vielleicht jetzt mal besprechen wollen, dann verlangsamt sich natürlich auch ein Stoffwechselgeschehen. Und am Ende ist es dann schon wieder ein Problem der Vitalität, das langsam die eigenen Reserven einfach auch aufbraucht. Die Summe auch aller Ressourcen irgendwann auch an die Grenzen kommen. Und dann muss der Körper sich immer wieder dem nächsten Problem anpassen, aufgrund seiner eigenen Adaptationsfähigkeit. Das ist gar nicht so einfach, wenn man einen Stress tagtäglich erlebt. Und es sind schon Unterschiede, ob ich in einer Beziehung sehr glücklich bin, mich getragen fühle oder ob ich jeden Tag um Anerkennung kämpfen muss. Ob ich einen Partner habe, auf den ich mich verlassen kann oder ob ich einen Partner habe, der immer wieder zu seinem Wort vielleicht nicht steht. Bin ich verletzt? Ist die Stressdauer permanent? Was meinen Sie, was das an Energiereserven Ihnen in eine falsche Richtung, Sie in eine falsche Richtung manövriert? Die andere Frage ist, unser Stoffwechselgeschehen ist abhängig von dem, womit der Körper belastet wird. Und was wissen wir heute eigentlich alles nicht? Die große Frage der Umwelttoxikologie, das ist Lebensbestandteil eines jeden ganzheitlich denkenden Arztes, auch diese Dinge hinzuschauen.
wer bin ich? Es kann sein, Sie sind ein sehr guter und schneller Entgifter. So groß wie Ihre Belastung ist, Sie kompensieren das. Sie können Toxine ausscheiden. Es kann aber auch sein, dass die individuellen Entgiftungsmöglichkeiten der Menschen geschwächt sind. Dass vielleicht eine junge Frau auf die Welt kam und hat schon die ganze toxische Belast ihrer Mama über die Nabelschnur bekommen, weil die Mama Amalgamträgerin war. Jetzt hat sie vielleicht noch im Laufe ihrer Babyjahre immer wieder Paracetamol bekommen. Das ist ein hochtoxisches Lebergift. Das heißt, die Leber ist in seiner Entgiftungskapazität schon ziemlich passagier geschwächt. Das heißt, die Toxizität des Lebens nimmt aber da keine Rücksicht, sondern die Freundin wohnt an einer Hauptverkehrsstraße. Sie wohnen vielleicht auch in einer belebten Stadt, aber sie haben andere Kapazitäten, andere Reserven, damit umzugehen. Sie sind vielleicht jemand, der sich bewusst ernährt. Die anderen Freundinnen ist es noch lange nicht angekommen, dass unser Körper immer unser Spiegelbild unseres Lebens auch reflektiert. Wie gut wird er gerade in diesen Situationen versorgt oder wie gut wird er unbewusst nicht gut versorgt? Was kann er dann machen? Er kann ja nur zwischenparken. Er kann ja dann nur einbunkern, weil nierengängig kann er es nicht mehr herstellen genug, ausreichend, um das Stoffwechselgeschehen nicht zu beeinflussen. Die Entgiftung spielt in dem Moment eine ganz große Rolle und wir sind heute in der Lage, auch Entgiftung mal anzuschauen. Wir können das über Teste, über den Oligoscan zum Beispiel machen, wir können über Schwermetallteste, wir können über DMPS-Chelatbindungen einfach den Körper mal produzieren, wir können die Toxine mobilisieren und wir können sie dann im Urin feststellen. Das kann man nicht unmittelbar im Blut machen. Das ist keine gute Blutanalyse. Aber wir sind ja auch alle belastet durch das Leben und denken Sie bitte an die ganzen Xenohormone. Xenohormone sind Weichmacher in allem Plastikspielzeug, gerade was von Übersee herkommt. Denken Sie bitte, wir haben über 20 Jahre gebraucht, dass wir diese Xenohormone die Weichmacher Bisphenol A aus den Babyflaschen in Deutschland rausbekamen. Das war eine unglaubliche lange Prozedur. Die ganze Tupperware, achten Sie darauf, ob da Bisphenol A drin ist. Das heißt, dieser Anschub für Xenohormone, allein die Kaffeemaschine, das löst sich, wenn Wasser dabei ist, Wasser drin ist, schaffen eine Östrogendominanz. Jetzt bin ich aber jemand, der das schlecht entgiften kann, über meine Leberphase 2. Das heißt, dieser Overload an Östrogen macht einen Progesteronmangel. Jetzt muss ich vielleicht gar nicht zu viel Östrogen haben, aber ich habe damit ein zu wenig Progesteron oder ich habe eine Östrogendominanz. Vielleicht habe ich auch noch eine Enzymschwäche, die das Östrogen abbaut, eine COMT-Schwäche. Dann bin ich natürlich durch diese Genexpression, dass diese Enzymschwäche mir im Laufe des Lebens, weil das Gen angeschaltet wurde oder auch ewiglich abgeschaltet bleibt, aber durch die Toxizität kann es zu einer Genexpression kommen. Und jetzt wird dieses Überöstrogen, denn Xenohormone sind keine Toxine, die wirken östrogenartig, die können mit dem Östrogenrezeptor an der Zelle direkt im 1:1-Verhältnis kommunizieren. Das heißt, es können bestimmte Voraussetzungen sein bei Ihren Freundinnen, die hier eine Östrogendominanz provozieren. Das ist dann wirklich nicht damit getan, nur allein die COMT zu aktivieren, sondern es ist auch damit nicht getan, eine naturidentische Progesteroneinnahme oder lokale Auftragen von Progesteron, sondern man muss das messen. Man kann Bisphenol A, man kann die Biophosphate, man kann das Bisphenol A messen im Urin. Das ist heute in der Laboranalytik, die jedes umwelttoxische Labor, aber auch BioWiss und ganz immun für uns tun. Dann weiß man, warum diese Östrogendominanz entstanden ist. Aber der Körper,
der unter diesen Belastungen lebt, muss sich selbst kannibalisieren. Kannibalismus ist etwas, dass er sich selbst, ich will nicht sagen verdaut, aber dass er aus seinem Substrat von Nägeln, von Haaren, von hochwertigen Mineralien, er muss Silicea freigeben, Calcium freigeben. Er hat einen hohen Anteil an wertvoller Substanz, die sich aufbrauchen und damit natürlich auch die Vitalitätsspirale nach unten fahren. In das ganze System ist natürlich auch das Hormongleichgewicht integriert und abhängig von all diesen Dingen, die es diesbezüglich zu versorgen hat. Und da komme ich gleich drauf zurück, dass wir heute natürlich in einer Zeit leben, wo die Mikronährstoffversorgung, und ich möchte gar nicht diejenige sein, die alle appelliert, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Ich möchte gerne, dass einem bewusst ist, dass der Nährstoffgehalt heute durch eine obligatorische Ernährung, durch die hohe Belastung seit der Jahrhundertwende, der letzteren, vorletzteren schon, durch die massiven Stickstoffdünger unglaublich minimiert und dezimiert ist. Heute können wir den Selenbedarf gar nicht mehr decken. Ja, wenn Sie täglich 6 Paranüsse essen, können Sie das tun. Oder Natrium-Selenit einnehmen. Aber nur kein Selen zu haben, heißt, nicht optimal zu entgiften. Das andere ist, dass natürlich auch durch die ganze Verarbeitung, durch die Pasteurisierung, was wir mit der Milch machen, das heißt, dass wir die Milch 15 bis 40 Sekunden auf 75 Grad erhitzen, dass wir sie dann homogenisieren, das heißt, wir geben eine Schleuderung da rein, wir bauen einen Druck auf von 290 Bar, wir zerstören damit Lebensenergie, Lebensfunktion. Es hat gar nichts damit zu tun, dass auch eine Milch den Kindern gerade nach dem Krieg ein unglaublich hochwertiges Nahrungsmittel war. Aber die heute pasteurisierte und homogenisierte Milch hat auch nichts mehr mit Milch zu tun. Mein Sohn sagte mal, als er klein war, das ist ein weißer Kuhsaft. Und er hat das gar nicht für sich so spontan, glaube ich, in der Tiefe bedacht. Aber es gab es ja auch nicht zu Hause. Das andere ist, dass wir durch die Raffinierungsvorgänge, dass wir Öle raffinieren, dass wir das Weizenmehl raffinieren, dass wir den Zucker raffinieren, das sind alles industrielle Prozesse, die den Nährwert nehmen. Der gute Weizen, der gute Roggen, der Dinkel, die Gerste, die als Auszugmehle hergestellt werden, haben ja gar nicht mehr den Mehlkörper. Aber die Kraft eines Korns liegt im Mehlkörper. Aber damit kann ich es nicht haltbar machen. Damit würde das Getreide ranzig werden. Also für mich war das früher selbstverständlich, dass ich das Brot selber backe. Und es wurde dann natürlich auch geschrotet und gemahlen und dann gleich verarbeitet. Da gab es gar nichts, was man vielleicht dann sich als Fertigmehlmischung hingestellt habe, weil es waren ja dann eh nur Weizenmehl oder auch ein Roggenmehl, aber es war immer nur der Auszug. Damit lernen wir aber heute zu leben und wir haben obligatorisch nur noch die Auszüge. Und der Gehalt an diesen hochwertigen Mineralien im Getreide, der ist natürlich massiv minimiert. Das Getreide ist durch Glyphosat verändert und wir Menschen haben heute die Rechnung, die wir sehen, dass chronische Silent Inflammation, dass stille Entzündungen unsere gesamte Darmsituation wesentlich negativ beeinflussen. Das Fleisch wird heute natürlich gegessen, aber die Brühe wird weggeschüttet. Das ist eine Katastrophe. Gerade in der Brühe sind Cystein drin, Methionin, Glycin. Das kann die Darmschleimhaut wieder regenerieren. Das heißt, diese kraftvollen Heilsuppen sollten wir wieder auf den Tisch bringen, gerade wenn wir Kinder haben, gerade wenn wir in Zeiten auch der Rekonvaleszenz sind. Jetzt ist Winter, jetzt kann der Körper sich aus diesen Dingen auch Energie und Kraft schöpfen. Und das alles braucht ein gesundes Gleichgewicht.
Also wenn wir darüber reden, dass wir einer hormonellen Disbalance entgegensteuern wollen, dann muss uns schon bewusst sein, dass wir gerade was die Ernährung anbelangt, sehr fürsorglich in der Zukunft damit umgehen. Und ich glaube, diese Dinge haben wir schon mehrmals auch thematisiert, was eine gesunde und unbelastete Ernährung bedeutet, die aber sehr ausgewogen ist und die dem Körper eigentlich in einer guten Optimum mit allem versorgt. Das andere, man kann nicht erwarten, dass eine hormonelle Balance sich von selbst einstellt, wenn der Körper nicht auch körperlich gefordert wird. Und nun ist es schon so, dass ich in einer Stresssituation bitte nicht auch noch jetzt mir Stress mache und meine, ich müsse Ausdauersport leisten. Das muss ich wahrlich nicht, aber jetzt muss ich zur Ruhe kommen. Jetzt muss ich den Weg zu mir selbst zurückfinden. Und jetzt kann ich durch Yoga oder durch Meditationsmaßnahmen oder auch durch ein gezieltes Krafttraining im Maßen. Ich finde ja Yoga und all diese Dinge schon, Qigong, von so großer Hochwertigkeit, die immer wieder hier ein regulatives Gleichgewicht auch einstellen können. Manchmal ist es aber auch das Wissen um mich selbst. Das heißt, hänge ich mir den Korb immer zu hoch? Ich bin in eine Leistungsgesellschaft eingebunden. Wie ist mein eigenes Perfektionsgehabe, beziehungsweise wie ist mein einfaches Perfektionsverhalten? Muss ich, will ich immer 150% bringen oder kann ich vielleicht und sollte ich im Rahmen meiner hormonellen Dysregulation auch mal bedenken, dass ich vielleicht diesen Prozess der Selbstvergewaltigung nur selbst auch stoppen kann? Es gibt den Professor Lothar Seiwert und er hat ein schönes Buch geschrieben, So wirst du Meister seiner Zeit. Ich hatte mal ein wunderschönes Geschenk von meinem Mann bekommen und einige Seminare dann mit ihm besucht und es hat mein Leben schon ziemlich verändert. Und die Grundaussage, die er uns bewusst macht, ist, wir selbst setzen am Tag die Prioritäten. Und das ist ein neues, mit neuen Augen auch sehen, und mit neuen Augen auch verstehen wollen, ist wirklich alles Priorität oder kann ich in der Bewältigung meines Lebens einen neuen Blickwinkel auf mein eigenes Leben finden? Und dann fallen schon mal auch Dinge aus dem Tageskonzept, wo ich früher viel Energie verwendet habe. Aber der Körper findet ein neues Kräfteverhältnis und er kann damit natürlich auch besser umgehen. Das andere sind auch hormonelle Disbalancen entstehen durch Haltungsfehler. Wie ist meine körperliche Struktur? Wie ist meine, man nennt das Posturologie, die Lehre der Posturologie ist die Lehre der Haltung. Gibt es hormonelle Prozesse, die getriggert werden durch eine Fehlsteuerung, durch meine Haltung im Bereich der Lendenwirbelsäule, im Bereich der Brustwirbelsäule? Es ist unglaublich, was an Schmerzsymptomatik, an hormoneller Disbalance, an prämenstruellen Syndromen bei Männern, Erektionsschwächen, Prostataleiden durch Haltungsfehler entstehen. Das gehört in die Hand eines Osteopathen und schon kann man durch gezielte Therapien hier Abhilfe schaffen. Auch unser Immunsystem kann fehlgeleitet werden. Es gibt Viren, es gibt Bakterien, es gibt Parasiten, die die Sprache, besonders Parasiten, die Sprache der Hormone sprechen und ins hormonelle System eingreifen. Es gibt Toxine, es gibt Schwermetalle, es gibt Umwelttoxine. Das hatten wir alles schon thematisiert. Es gibt natürlich auch verdrängte Traumata. Wir werden alle mit unterschiedlichem Elternhaus groß. Es gibt Dinge, die tragen wir mit uns und zwar nicht im Geiste und in der Erinnerung, sondern unbewusst. In jeder Zelle ist diese Information abgelegt. Sind es Dinge, die vielleicht über Hypnose aufgearbeitet werden können? Es gibt heute Techniken, die diese Dinge auch auflösen können. Wir sollten uns darum kümmern. Hormonelle Disbalance hat auch was mit mangelnder, optimaler Körpertemperatur zu tun. Unsere Betriebstemperatur ist 36,8 bis 37,3. Bin ich ständig unterkühlt?
ein Mensch mit einem schwachen Stoffwechsel, vielleicht mit einer Schilddrüsendysfunktion, kann hier eine geringere Körpertemperatur haben, aber damit verliert sich eine optimale Hormonbalance, damit verliert sich eine optimale Immunbalance. Und das sind Dinge, die sollten wir eigentlich wissen. Und zum Schluss, sind wir glücklich? Was ist es in unserem Leben, was wir anders wünschten, was anders sein sollte? Und dann wird auch nicht so viel verschlaucht, denn Stress macht uns krank. Und vielleicht sollten wir aus dieser Fragestellung, und ich habe versucht, einige Dinge dort anzuregen, weil ich habe einen großen Überblick in 30 Jahren bereits und es gibt unglaublich viele Menschen, die gehen geradlinig durch und die haben auch im Rahmen der hormonellen Wechsel, der Wechseljahre überhaupt keine Probleme, aber die lösen sich eigentlich nicht ab, auch vom eigenen Leben. Und deshalb hoffe ich, dass ich Ihnen ein paar Hinweise geben konnte, jetzt für sich vielleicht im Rahmen der Zukunft ganz entspannt dem gegenüberzusehen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen und vor allen Dingen Ihren beiden Freundinnen vielleicht noch ein paar gute Gedanken, an diesem Problem etwas aktiv ändern zu können. In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr herzlich und freue mich sehr auf die nächste Woche und das Format Visite mit Ihnen. Auf Wiedersehen.